Lukaku zu. Ja, nehme ich an. Transfer geholt für Schindler, ja, nehmen wir aber beide an. Goretzka. Den hau ich mir weg. Momo. Ja, wichtig. Wichtig.
erstes Spiel in der Saison einen Sieg rein starte mit einem 3-0. Als ob ich es gewusst hätte. Wahnsinn. Moin. Wahnsinn. Wow. Einfach predicted und es war richtig. Laufen denn die Verträge von denen aus? Sieg. Scheiße. Ich bin. Na, scheiße. Ja, hallo. Hallo? Servus. Steht. Ist schon Bock auf morgen? Ja, schon. Was? Diesen Zettel, ne? Ja. Ja, glaub schon. Gut, ne? Ja. Spiele FIFA. Ein Dilemma. Warum habe ich die Luft hier drin? Ich bin nicht gerettet. Ja. Ja. Zu? Wenn wir spielt so? Mit Paul. Grüß Paul. Schöne Grüße von meinem Vater Paul. Nur Sancho läuft bei mir den Vertrag aus, ne? Na, ich hab den noch nicht gekauft. Bei Dortmund läuft der Vertrag aus. Ja, 91 bei mir. Ja, 91? Ja. Alter. Stabil, meiner hat auch 91. Richarlison hat bei mir auch eine 91. Sané hat eine Richarlison. 89. Kanté hat auch eine 89. Süle hat eine Onana 88. hat bei mir eine Richarlison 89. hat. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe mir Nübel geholt als Ersatzkeeper. Ich habe mir George Mehre geholt, weil der ein richtiges gut gegangen ist. Ja, habe ich auch. Digga, Süle ist verletzt, der kleine Bo. Wie lange denn noch? Ich hab gar keinen Ersatztorwart, Hilfe. Ah, scheiß drauf, dann stelle ich einfach einen Macht's halt, macht's halt. Kliniens-Tor. Wir können jetzt erstmal nicht so quer spielen. Gegen mein Spiel mit der Übrigens, ich bin auch B-Mannschaft. Vierter, das ist auch stabil. Ich gerade Sechster. Gegen Mainz. Ich bin Trainer des Monats, Alter. Sieg 4-1, let's go. Ach, ich hab Nico Elvedi, ja, okay, George Mehre spiele ich nicht mehr. Der war eigentlich nur dafür da, um Dingsbums zu vertreten.
Also eigentlich, weil ich die Lande hatte, jetzt endlich wie dieser Vertrag ausgeworfen wird. Aber der hat Rot, wie soll ich den mit Rot spielen lassen? Was ist denn das für ein Vogel? Den beschmeiße Interesse ich an einfach so Goretzka. durch. Das geht ja gar nicht hier. Da muss ich mir Goretzka jetzt erstmal unter Vertrag stellen. Digga, es ist doch so dumm, hä? What the fuck? Macht ja nicht mal Sinn. Mann, ich kann Goretzka noch nicht als kontaktieren. Ich kann ihn kontaktieren. Sancho, Vertrag läuft in 11 Monaten aus, aber ich kann auch nicht kontaktieren. Wehe, ich kriege den nicht. Dann gibt es aber Schläge. Muss ja auf die Nase basieren. Genau, Mann, das Oh, Benjamin Weise. Der ist recht stabil. Und der geht zum Arsenal. Ein Wolves Horst. Benjamin Schneider auch noch. Geber auch noch. Auch kein Ich habe so gut eingekauft. Ich habe Gomez und Kanté gekauft. Pietze van de Berg. Die Guten haben alle schon. Stimmt, ich muss noch Scouting-Netzwerke aufbauen. Ja, was ist so krank an der Jugendstab. EM, ne? Scout. Wenn du das ein 91er Spieler dann ausbildest. Dann hau ich einfach mein ganzes Geld für die aus. Digga, ich kann meine ganzen Spieler verkaufen. Mein Kader ist so riesig, Alter. Meins gar nicht, ich Ich habe nicht mal eine Ersatzbank, ich habe nur die Ersatzspieler da, die ich haben muss und dann war es was mit denen. habe auf der scheiß Reserve 1, warte mal. 4 sind doch bei 4, 8, 12, 16, 17 Leute habe ich noch mal auf der Reserve. Alter. Ja, oh, gegen Bayern, das muss ich ja nicht selber spielen. Süle kann wieder spielen. Wichtig. Ich brauche. Wer ist bei dir Rechtsverteidiger? Ich brauche nämlich einen. Alexandro, den habe ich umsonst bekommen. Stimmt. Und ich vertraue Mübel. Dir vertraue ich mal. Ab ins Tor. Wen soll ich noch nehmen als Land bei den Jugendscouting-Netzwerken? Ich habe China, Brasilien und ich brauche noch irgendeinen. China, Brasilien, ja, Ja. Deutschland. Stimmt. Okay, jetzt muss ich ein bisschen hier Pressekonferenz teilen, nicht dass ich selber spielen. Im letzten Duell gab es eine herbe Niederlage gegen FC Bayern München. Kann SV Sechsen dieses Mal gewinnen? Wer gewonnen hat, weiß man insgesamt. Wir werden ohne Ende kämpfen, um uns durchzusetzen. Das ist eine gute Aufstellung, es ist keine unter 80, also man rettet. Bei mir ist einfach keiner unter 80. Digga, ich finde das so low, dass sie dich in der Schule immer anmachen, ne? Digga, ich finde das so low, dass Ja, Digga, die die wollen ganzen das auch Mädels auch nicht. nicht wollen. Ist halt wirklich so. Ey, ich sag immer, ausmachen.
Am Anfang wollte ich das auch, aber dann habe ich gemerkt, wie low das hat. Ist auch sau unangenehm. Oh, UEFA Champions League Trailer. Oh, das ist Champions League. Ja. War ich letzte Saison auch schon. Bin ich aber rausgeflogen. In der Gruppenphase? Nee. Im Halbfinale, glaube ich. Oder Viertelfinale. Was? Ich habe alles simuliert, ich habe nichts selber gespielt. Erstes Champions League Spiel 3-0 gewonnen. Let's go. Gegen Dortmund, das ist auch ein wichtiges Spiel. Aber ich mag das halt selber zu spielen, deswegen spiele ich gegen die in der oberen Tabellenhälfte. Nein, na, ja, in der Hinrunde spiele ich nie selber. Ist ein. Ja, ich bin in der Rückrunde. Achso, ja. Mal gucken, wer mich so als Trainer haben will. Digga, das wäre der Hammer, wenn Bayern München mich als Trainer haben will. Mit dem könnte ich easy das Triple holen. Ja, Bayern will mich als Trainer Dortmund, Paris. Ja, das war's. Da rammel. Aber ich wechsle nicht. Digga. Ich hole auch mit Köln den Triple. Scheiße, die haben einen krassen Kader. Gegen Dortmund ist wichtig gewinnen. Wichtig, 2-1. Mukiele und Zakaria. Wichtig. Das kann. Richarlison! Richarlison mit dem Osten! Welches Rating hat er bei dir? Oh, Wuselig ist bei mir auf 92 aufgestiegen. Wichtig. Richtig, Digga, wie Charlie ist alles so krank heftig. Oh, gegen Bayern jetzt. Das ist nochmal wichtig. Da kann ich nicht mit der B-Mannschaft spielen. Das ist so unnötig eigentlich. Eigentlich schon. Ja, wenn mir Handwerker sagen, ich werde eh kein Handwerker sein. Ist wirklich so. Ich werde, wenn dann schon McDonalds-Mitarbeiter. Zettel zu Ende ausgefüllt. Nö. Stärken. Nö. Ich auch nicht, sollten wir das machen? Weiß ich nicht. Aber den haben wir ja eh nicht mehr morgen. Den der. Ach, scheiße. Den Ordner haben eh manche Leute in der Schule. Also. Ja, ich hab den auch in der Schule. Wir sollen den eh nicht mitnehmen, also wir können den mitnehmen, aber. Ich hab den. Nein, die bringen den ja aus der Schule dahin. Ja? Naja. Ach, du Scheiße. Ich hab meinen Namen da nicht mal reingeschrieben. Oh mein Gott. Egal, dann bist du der Einzige ohne Namen. Und man erkennt das ja in der Stadt. Komm, Schatzchen. Ich muss kurz sweaten jetzt, ne? Danke. Gegen Bayern jetzt. Ist wichtig gegen Bayern. So heftig. Gegen Bayern ist wichtig. 3-1 gegen Bayern. Let's go. Jo, Mukiele ist übelst krass. Der hat aus den letzten zwei Spielen 2 Tore gemacht. Digga, der ist Innenverteidiger. Ja und? Macht bei mir trotzdem Tore. Ich besinne meine Täube. Was? Mann, es sind gerade so wichtige Spiele hintereinander. Ich kann meine B-Jugend nicht spielen lassen und jetzt sind die alle sauer auf mich. Nee, ich wechsle das immer. Außer halt gegen so Clubs, Digga, wie Arminia Bielefeld oder so. Oder was ist das? Gegen Atletico, da kann ich nicht meine B-Jugend spielen lassen. Oder gegen Schalke. Oder jetzt komm, gönn. Gegen Atletico ist ein wichtiges Spiel. Das ist ja nicht deine B-Jugend, sondern deine B-Mannschaft. Ja, das gleiche. Wichtig, 1-0. Ich habe bis jetzt kein Spiel verloren.
diese Saison. Jugend sind die Leute, die unter 16. Ja, komm halt's Maul. Ah nee, U17 ist die Jugend. U16 ist die Jugend. 14, 15 ist dann C-Jugend. Ja. 13 ist die Evaluierung. Komm, Dieg, mein Junge. Schiri, egal, weiter. Ich bin Trainer des Monats geworden. Monatliches Scouting. Potenzial 77. Spielerablehnen. 94, Digga. Spieler verpflichten. Ja. Ablehnen. U94 wieder. Digga, der ist 15 und hat Potenzial von 94. Ich habe hier drei Leute, die 94er Potenzial haben. Ich bin verpflichtet. Guckst du die Hertha-Karriere von Eli Geller? Ja. Ablehnen. Hast du die Mallorca-Karriere von Broski geguckt? Nicht aktiv. Mensch, guckst du die Schalke-Karriere von Broski? Auch nicht aktiv. Weißt du, wer Rüdiger Rammel ist? Na, habe ich schon mal gehört, den Namen, aber nee, eigentlich nicht. Digga, das ist der Trainer von Broski. Ja, Digga, ich guck den nicht so viel. Digga, der ist viel geiler als Eli Geller. Nee, ich mag den nicht. Wir brauchen jetzt schon den. Gegen Hertha ist wichtig mit der B-Mannschaft. 2-0, let's go. Digga, aber wer ist der schlechteste aus seiner B-Mannschaft vom Rating, ja? Vom Rating her 74. Und wer ist das? Ach, Schindler okay. Und Thielmann. Und wer sind da deine besten Spieler? Richarlison und Wuselig. Ja, moin. Ja, wahrscheinlich B11, ne? Ja, aber der Rest ist B11. Die sind alle eigentlich alle auf der Bank. Wer ist danach dein Bester, also so unter 90? Dann Mukiele. Dann Davis, dann Hakimi, dann... B11 wahrscheinlich. Ja, die sind... Ich habe ja nicht so viele Spieler. Die jetzt immer auf der Bank sitzen, gebe ich dann eine Chance da. Junge, ich muss... Nico! Mein Gott, Digga, Nübel ist auch viel besser als Pavlenka, obwohl der... Mukiele geht auf eine 88 und Charlison auf eine 92. Oh shit, es geht schon weiter. Wo sagt ihr das? Jetzt hier irgendwas. Die Scheiße eingestellt. Okay, das Spiel ist wichtig. Come on jetzt. Warum sind die denn jetzt beenden? Ey, Digga, was? Komm, Davy Selke, Junge. Jawohl, Rashica, Junge. Gegen Augsburg. Ja, Sergio Busquets und Kimmich rasieren die ganze Sechser-Szene da. Bei Bayern. Ackerborn und Schüsse von Wiener. Richarlison! Digga, mich triggert dich das auch, dass der mal Richarlison sagt? Wer? Ja, der Kommentator, der sagt nicht. Ich hab keinen Kommentator an. Richarlison. Doch, ohne den kann ich nicht spielen. Hä? Das triggert mich immer. Mich triggert das mit. Ich finde das ganz schlimm. Oh, nächstes Spiel gegen
Atletico Madrid. Jetzt schon wieder Ajax und dann Leipzig. Das sind immer so alles so wichtige Spiele. Romelu Lukaku zu Newcastle. Hä? Gegen Ajax ist Gegen wichtig. Newcastle, das ist 4-0. Der, ich Premier habe bis jetzt League. noch kein Game verloren. Ach, bist du neue Saison oder was? Na, in der neuen Saison habe ich aus 8 Spielen 22 Punkte. Ich habe einmal unentschieden und alles gewonnen. Und in der Champions League habe ich auch 3 Spiele gewonnen. Auch von 3. Und du bist Erster, ne? Ich bin Erster, ja. Ja, du holst das Triple dieses Jahr, sage ich. Nö, ich fliege in der Ich Champions League finde, wenn raus. man Triple holt, hat man Karriere durchgespielt. Ja, ich fliege aber in der Champions League raus. Ich finde, wenn man das Triple geholt hat, dann braucht man nicht mehr spielen. Nö, dann spiele ich auch nicht mehr. Dann Ich will willst du nur mit nicht mehr. Deutschland einmal spielen. Ich will der deutsche Nationaltrainer. Ich verstehe nicht, warum die mich nicht wollen. Machst du dann auch eine neue Karriere? Warum? Ja, wenn die Karriere zu Ende ist. Mal gucken. Weiß ich nicht. Nein! Lieber Junge! Gegen Leipzig, die haben genauso viele Punkte, das ist auch wichtig. Leipzig war Zweiter und ich habe die 4-0 weggeklatscht. Meister werde ich, glaube ich, echt. DFB-Pokal jetzt schon wieder. Ich habe einfach nur wichtige Spiele. Ich kann. Nee. Deine BL verbockt. Ja. Ich spiele jetzt einfach DFB-Pokal mit Bullshit, B11. Bullshit. Ich hätte Juckt mir eine mich nicht. gelbe Karte holen sollen. Ich gehe jetzt gleich einfach auf Risk Taker und hole mir eine gelbe. Digga, wer ist denn dieser Evinna? Evinna. Evinna Machine. Ich spiele es einfach mit der BF gegen Wolfsburg, juckt mich nicht. Jetzt verliere ich so. 2-1, das war knapp. Aber Thielmann, mein 74er hat ein Tor geschossen. Ich habe immer an den beliebt. Elfmeter. Und rot. Rote Karte. Let's go, wie wichtig. Mann, Chiellini soll sich erstmal verpissen, das ist viel zu teuer. Ich spiele eh nicht. Freistoßtor. Oh, was war das für ein geiler Freistoß? Ja. Ja. Oh, wir haben monatliches Scouting-Update. Let's go. Potenzial 68. Wer will den denn haben? 85, 72. Hä, wie, was für Loser? Kriegt einfach rot, letzter Mann. Und dann noch ein Freistoßtor. Der Freistoß ist so geil, ne? Vor allem dieses Gefühl, wenn der reingeht. Und nein, schütte. Ich versinne mein Körper. Aber ich frage mich, ach, die haben die 10er-Position jetzt sicher. Welche Aufstellung spielst du? 8, 4. Hast du eben noch gesehen. Für 4, 2, 3, 1.
verliere einfach nicht. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Gegen Bremen kann ich wieder mit der B11 spielen. Jetzt. Hey. Ach, Digga, du bist so alt. Charles Sonne geht zum 3-0 mit Bayern. Wahnsinn, wie gut ich spiele. Wow. Liverpool will mich noch haben, Manchester City will mich haben, Man United will mich haben. Das war's jetzt auch wieder. Mann! Ey! Ich simuliere jetzt Kalender weiter. Bis zur. Ich bin kurz weg einmal. Ich bin kurz weg einmal. Okay.
Hallo? Moin. Servus. Oh, ich habe gegen Gladbach nur unentschieden gespielt. Skandal. Telefon klingelt. Nein, juckt mich nicht. Der gegen Slavia Prag. Damit werde ich wohl mit der B11 gewinnen, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Wenn ich das jetzt verliere, Alter. Gegen Schalke im DFB-Pokal. Ich hau Schalke so raus, ne? Eins, eins, uiuiuiui. Mm. Sarko verkauft. Ja, erstmal verkauft die ganzen komischen. Pedro, Pedro. Ey. Interessant. Genau, sehe ich aus. Nein, ich will nicht spielen gegen Stuttgart. Warte, welche Platz ist Stuttgart? Sind die weit unten? Stuttgart ist 15 da liegen, die kann ich mit der B11 spielen. Wer ist Torschützenkönig? Wer ist es? Marco Reus. Digga, von mir ist bei den ersten gar keiner. Warum Tordigner? Komm. Nein, nur Richarlison, nur Richarlison. Digga, ich rede zu viel, Junge. Ich habe Cola getrunken, habe ich das Gefühl. Gegen Schalke im DFB. Ach du Scheiße. Profiteam. 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 I like you too. Vielen Dank. Bitte keine weiteren Fragen mehr. Hast du Pressekonferenzen? Hm. Ja, gegen Schalke mit der B11. Oh Gott. 4-0 gegen Schalke gewonnen. Digga, Schalke hat nicht mal mehr viel Sterne. Ne? Leipzig ist wichtig, Leipzig ist Dritter, ich bin Vierter. Gegen Leipzig spiele ich selber. Ey! Sergio Ramos geht bei mir in Rente. Ey, dann kannst du dir den Dingsbums kaufen. Hm? Dann kannst du dir den Nachkommen davon kaufen. Jo, Sancho, Ramos hat bei mir nur eine 83, was ist das? Kureska läuft in 7 Monaten ab, in einem Monat kann ich den verpflichten. Ich kann auch mal, ich kann
Und Sancho läuft auch in 7 Monaten ab, dann verpflichte ich den auch. Da habe ich einen 91er einfach umsonst bekommen. Was isst du? Eis. Eis. Ha? Oh, Gehirnfrust, gefreut, oder scheiß drauf. Oh. Aber Digga, Davis hat einfach Rot bei mir bekommen. Was ein Knecht. Dann lasse ich einfach Mukiele über die Außen. Und spiel Kanté in der Innenverteidigung. Ja, kenne ich. Spiel bei Dortmund. Axel Witzel! Digga, Axel Witzel schafft zu alt. Die Guetta viel zu alt. Digga, die sind alle 20 Jahre alt, 30 Jahre alt. Usman Dembele. Nein, jetzt habe ich Leroy Sané, den verpflichte ich. Und Messi kann ich mir, glaube ich, tatsächlich auch holen. Digga, wenn ich mir Messi holen kann. Schnell. Kontaktieren. Digga, der ist 72 Millionen wert, ne? Der hat ein 88er Rating. Ja, ich bin kurz weg, ne? Ich muss mir ein Ladekabel holen. Mein Handy hat nur noch 2%. Ja? Hi! Hä? Ich hab 11 Millionen Transferbudget und 268. Ja! Ja! Schrei nicht so! Hat meine Mutter auch gerufen im gleichen Moment. Was? Ach, Kimia droht. Wie dumm der ist. Ich glaube, ich muss kurz abtragen. Ich hole mir jetzt erstmal Messi, Digga. Hä? Ja! Ja, ich bin sofort da. So, ich hole mir Messi gleich. Bis gleich. Na moin.
Hallo? Jetzt Ja. wird sich Leo Messi verpflichtet. Wo ist der denn ernsthaft? Ja. Wie teuer ist der? Gratis. Ja. Was? Leo Messi kontaktieren. Ich bin dabei. Komm mal ran hier, Leo. So ein neuer Monat. Jetzt muss ich mir Warum habe ich nur neuen Spieler. 134 Gehaltsbudget? Weiß ich nicht mehr. Hä, ich habe eigentlich 900.000. Hä, ist das ein Bug? Du kannst das aber auch ändern. Gib Ja, einfach ich habe irgendwas rein. 900.000 eingestellt. Ja, gib einfach irgendwas rein. Ja, habe ich, funktioniert aber nicht. Da im drin steht nur 100.000. Keine Ahnung. Und damit kann ich mir keinen Messi holen. Let's go, Leon Goretzka wird kontaktiert. Ein was? Goretzka? Ja. 88er Rating, ne? Egal, Leipzig hat so einen kranken Keeper, ne? Das Goretzka habe ich jetzt. Ich glaube, Sancho kann ich nicht. Ich habe aus 17 Spielen nur 6 Gegentore kassiert und 51 Tore geschossen. Transferangebot für Davis. 104 Millionen. Da wäre ich am struggeln, ob ich das annehmen würde. Ich nehme das nicht an, weil der gut ist. Ich brauche den. Digga, bevor Davis zu Bayern gewechselt ist, hatte den keiner auf dem Schirm. Nee. Alter, Fünferkette. Oh, ich habe jetzt wieder Transferbudget, glaube ich. England will mich als Nationaltrainer haben. Ich check das aber nicht, warum man. Ich habe Deutschland angegeben, ne? Dass ich Ja. Deutscher bin, aber warum kann man dann bei anderen Nationaltrainer werden? Ich check das so Ah, ich nicht, habe auch ne? durch. Ja, ich habe Nationaltrainer ausgemacht, weil die mich abfangen. Ey, ich habe nur 2 Millionen, ich kann nichts Ich, einkaufen, weil wie dumm. ich krieg eh keine Deutschland-Angebote. So. Ich will Deutschland haben. Und dann kriege ich die ganze Zeit nur Spanien, Digga, Holland, Peru, solche kompletten komischen Affenmannschaften. Da habe ich sie direkt ausgestellt. Digga, wie soll ich denn gegen RB Leipzig mit einer Fünferkette durchkommen? Angebot für mehr. Der sieht gerade übelst komisch bei mir alles aus. Der sah es gerade komisch aus. Wen kann ich denn jetzt Nein. verkaufen?
Nein, 1-0, Digga. Leipzig ist ja mal viel besser als Bayern. What the fuck? Ach, aber Bayern hat auch keine Fünferkette. Der, wie krass ist Leipzig denn? What the fuck? Schön übel, Junge. Oh, gegen Dortmund will ich jetzt eigentlich spielen. Spiel noch. Naja. Digga, Leipzig hat sich Zagadou geholt. Ey, bei mir glaube ich auch. Der Meere kostet bei mir einfach 37 Millionen. Digga, Meere ist auch krass gut gewesen. Bei mir auch. Ach, du hast ihn ja in deinem Kader, ne? Ja. Ist der eigentlich Stammspieler? Nein. Ich hab Mukele und Gomez. Boah, Joe Gomez ist auch wild. Digga, ich weiß doch. Deine erste Karriere mit Köln, Junge, du warst so am Verzweifeln, weil du nichts geschissen bekommen hast. Ja, ich spiele nicht auf Karriere, ich hab da nie was gescheckt. Aber ich hab dir so ein paar Tricks verraten. Ja. Eigentlich ist Karriere so geil am Ende von FIFA so. Ja, am Ende. Ich spiele jetzt gegen Dortmund mit so einen guten Kader. Gut, direkt am Release FIFA 21? Mal gucken. Ich hole mir das wahrscheinlich auf eBay günstiger. Was? Ich habe das am Anfang von FIFA 20 20 Euro einfach günstiger bekommen auf eBay. Auf dem normalen eBay? Ja. eBay Kleinanzeige. Nein, eBay Kleinanzeige, das machen wir jetzt. Ja, aber eBay Kleinanzeige bringt ja nichts. Du kannst FIFA, ja, die, da sind aber so Leute, die kaufen das und kaufen das an 20 Euro günstiger oder so. Sind alle dumm. Nein, Junge, die verkaufen das 20 Euro teurer, weil es ausverkauft ist überall. Nein, ich hab das günstig bekommen. Mir hätte das rausgefallen, chill. Spieler, schau diesmal mein Kommentator an, weil ich eh keine Musik höre. Nein! Spiele. Scheiße! Nein, abseits. Ich hab Hakimi nicht in der Startaufstellung, egal. Ich spiel Mukiele jetzt. Egal, ich wechsle direkt einfach aus. Ich muss härter. Ich muss Werder ein bisschen nach oben kämpfen hier. Was spielst du mit Werder? Nein, komm Nilot, Rashica. Aber ich besitze auch nicht mal mehr viele Werder-Spieler im Kader. Ich besitze auch fast gar keine Köln-Spieler mehr. Chelsea spielt den Real-Life-Karrieremodus durch. Messi und Neymar, ne? 300 irgendwas für Neymar und Mbappé hat Paris bezahlt. Mhm. Und hier 145 oder 180 hat Chelsea für die ganzen krassen Spieler geholt. Scheiße. Aber die meisten sagen ja auch Neymar und ich Mbappé. Ich hab Davis vergessen, in die Startaufstellung zu tun. Hä? Spielst du mit der B-Elf oder was? Nein, aber weil Davis eine rote hatte. Aber Hakimi hast du doch auch gerade vergessen. Na, Hakimi, aber ich hab vertan. Ich meine Davis. Egal.
Mann, Digga, mach's Tor! Braucht das Tor jetzt hier. Winterfußball erleben wir heute. Komm, Felix, sag mal. Digga, mein Rechtsverteidiger ist das größte Problem, Junge. Der hat eine 71 und kommt gar nicht klar. Ach, Digga! Junge. Ich weiß nicht, ob was ich spiele. Insigne und Belotti im Sturm. Ich weiß nicht, ob was ich spiele. Och man, ich vergesse gerade alles. Ja, ich spiele ja nicht. Na, spielst du übel? Okay. Ey, Yannick. Hä? In Bayern ist es offiziell erlaubt, jetzt wegen Corona ans Handy zu gehen und die Corona-App zu öffnen. Ja. Du darfst einfach mitten im Unterricht ans Handy gehen. Komm mal. Ich glaube, ich spiele gegen übelst schlecht, aber. Ah ja. Was? Leno? Julian Bernd Leno im Tor. Wer denn? Dortmund. Den gibt's ja auch noch. Ich belief in Nübel, aber. Ich hasse den so sehr, ne? Der ist so dumm, dass er nach Bayern gewechselt ist. Ich hasse den so sehr. Das ist auch. Aber ich dachte auch, Nübel wird Nummer 1 in München. Weil Neuer, in dem Moment, als sie den geholt haben, war Neuer auch shit. Ja, und jetzt hat der halt verkackt, Digga. 1-0. Ja, ich glaube, ich spiele gegenüber sie lau. Jetzt hat Bayern wenigstens einen guten Torwart, Ersatztorwart. Mhm. Und danach einen guten Zukunftstorwart. Ich glaube, ich spiele gegen schlecht. Gegen Amateure oder so. Führst du denn schon? Ja, schon 1-0. Ach, in welcher Minute? 14. Nein, Raschi. Ich komme auch einfach durch diese scheiß Fünferkette von Leipzig nicht durch. Welcher Mensch spielt denn eine Fünferkette? Ruhiger Aufbau. Ich spiele jetzt realistisch, so ein bisschen hin und her spielen. Ach so, wie wir eigentlich auch spielen sollen, aber so spielen wir nicht. Ja. Ich trick's diesmal nicht so viel. Hey, willst du denn lieber Innenverteidiger oder Sechser spielen? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie Sechser gespielt, ich weiß halt nicht, wie das ist. Ja doch, vorgestern hast du es. Ja, wow, probiert. 10 Minuten oder was? Nö, waren schon 25, also. Ja, gefühlt 10 Minuten. Mit links, gruselig mit links, ich bin 2-0. Das war, wo wir am besten waren. Zeit. Ja. Ja, hat Benny gesagt, die ersten 15 Minuten waren wir am besten. Und dann wurde es immer schlechter. Es wäre einfach gut, wenn ich mich in zwei spalten könnte und ich einmal in die Abwehr und einmal auf die 6 gehen könnte. Das wäre einfach bombastisch. Man, Darwin darf einfach nicht mehr spielen, dann ist alles gut. Ja, und Jannis auch nicht, Digga. Ja, bei wem willst du denn sonst in die Innenverteidigung packen? Hast du mal gesehen, wie krüppel Jannis ist?
Ja, im Training ist er übelst gut und dann auf einmal im Spiel komplett Digga, der ist ja scheiße. noch schlechter als ich in der Innenverteidigung. In der Innenverteidigung. Können wir nicht einfach du und ich eine Doppel-6 spielen, Mann? Wir haben die Verteidigung. Ja, Justus. Der hat voll gut gespielt eigentlich sogar. Ja, eigentlich schon. Als Innenverteidiger. Aber Justus, der Arme, ich glaube, das war der, der am wenigsten Spielzeit hatte. Tor 3-0. In der 41. 2-1. Jetzt kann das hier sogar noch was werden. Sané, Sané geht ab, Sané geht ab. Hast du auch Sané? Ja, habe ich umsonst bekommen. Ja, ich auch, aber ich habe kein Gehaltsbudget. Also ich hätte den umsonst bekommen. Hätte ich noch ein bisschen mehr bekommen. Okay, es sind noch 10 Minuten. Muss ich jetzt schwitzen, um noch 2 Tore zu machen. Halbzeit 4-0. Ich spiele übelst. Also ich spiele gegen Amateur, glaube ich. Let's go, 2-2. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spät. Komm, ich mache jetzt hier das 3-2. Dann wechsle ich mal so schön aus, dass die kleinen Leute auch nochmal spielen können. Castro, der 62er, spielt jetzt. Für Hakimi hat mir gut gefallen, Hakimi. Und Thielemans. Naja, wohl Pal. Patala spielt auch mal. Gegen Wuselig, der hat schon 3 Tore geschossen. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher war das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Dortmund verliert den Ball. Er überzeugt heute als. Ich will jetzt Dortmund Tor schießen. Hallo, gib doch mal jetzt Dortmund den Ball. Richarlison. Das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert und der letzte Drang nach vorne. Ich frage mich, wie Eli Geller und Richarlison sich eigentlich unterhalten. Weil ich sag mal so, Eli Gellers Englisch ist jetzt so semi. Naja. Also, weißt du, was ich meine, ne? Naja. Na, really pretty, is it? Der Mann war recht lang unterwegs, der Ball, aber oh shit, oh shit. Hat der Keeper richtig gut aufgepasst. 90. Minute, scheiße. Was machst du? 90. Minute, ich krieg ein 3-2. Nein, so dumm, ne? Ja, Digga, wie soll ich gegen eine Fünferkette durchkommen? Ich hab noch so dumm verloren, ne? Okay, das Tor war geil. Was für ein satter Schuss, da gab es nichts zu halten. Und den hat er super getroffen. Und eigentlich müsste sich ja herumstellen, dass er aus dieser Entfernung berannt gefährlich ist. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung, was für ein Tor. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. Tschüss. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Wie geht's? Der muss da drin sein. 6-0. Ach, scheiß drauf, Digga. Ich spiel jetzt einfach nur noch hinten rum. Da hat er sich abgesetzt und die er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ins Profitieren. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Dortmund will hier wechseln.
Sané. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimmannschaft. Digga, jetzt will Meere spielen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. So, Ballbesitz jetzt. Jetzt wissen wir, mit wem es der BVB als nächstes zu tun bekommt. Oh, na, na. Und zwar nein. Da fällt einem eine Prognose schwer. Lieber entschränken sich nicht viel. Nordi Mukiele. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt Matuidi am Ball. Vor dem Spiel. Ey, Yannick. Wie oft, ne? Jo. Es ist wichtig, dass er jetzt da ist. Hat mit dem Spieler. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Matuidi. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Dennis zack. Und jetzt die Chance. Da kommt der Versuch. Der ist drin. Wahnsinn. Cool. Mit diesem Treffer belohnt. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Ja, genau, sowas wollen wir hier sehen. Was für ein Distanzschuss. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Sané. Nordi Mukiele. Richarlison. Richarlison. Da kommt der Schuss. Schön abgeblockt. Blaise Matuidi. Richarlison. Ja, das sieht gut aus. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Danke für das Gespräch.
Ich bin so gut, ne? Wahnsinn. Das werde ich gewinnen. Weil ich es drauf habe. Jobangebote Bayern, Dortmund, Leipzig, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Man United, Tottenham. War wichtig, dass Gomez hochgegangen ist. Richtig gegen Paris kommen. 1-1, aber Auswärtstor wichtig. Ist wichtig. Wie viele Tore ich geschossen habe. In Berlin können sie auch spielen. Das ist so gut, ne? Brauche ich nicht.
Nee. Einfach zu gut. Das ist ganz wichtig. 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 Ja. Ja.
Digga, drei Tage. Ja, wichtig ist wichtig ist wichtig wichtig wichtig. Scheiße. Jetzt. Charlie, so benehm dich doch, Alter. Das ist wichtig. Das ist jetzt wichtig. Nein! Nein! Ach man. Schon wieder kein Triple.
Das ist wichtig. Der mit dem Fächer und Schindler 2 Tore. Ich habe noch keine Niederlage. Wahnsinn. Ich verabschiede mich, Fabian, das Stream.